Servus, der Nick hier von Elsonia Door Reviews und heute werfen wir mal einen Blick auf die Sofian SD05. Das ist eine Taucherlampe mit bis zu 2500 Lumen, also richtig Power in einer super kompakten Größe. Die Lampe kommt in so einer recht simplen Pappschachtel, also da ist jetzt nichts gekünstelt, nichts Wertvolles. Finde ich gut, das heißt, wir zahlen wirklich für die Lampe, nicht für die Verpackung. Neben der Lampe, die schauen wir uns gleich im Detail an, ist ein 21700 Akku mit sagenhaften 4000 mAh im Lieferumfang inklusive. Ist ein ganz normaler Flattop Akku, also ist auch nichts Besonderes. Aber klar, er muss natürlich genügend Power liefern, um die Lampe mit den 2500 Lumen versorgen zu können. Das ist klar. Es gibt noch ein Adapterrohr. Dadurch ist es dann möglich, ganz normale 18650 Akkus zu verwenden. Ich kann hier jetzt zum Beispiel den Keypower einlegen. Nackelt, ja, ganz minimal, aber das ist, sitzt immer noch vernünftig, also das passt. Ein Ladekabel und der klassische, simple Sofian oder aus den Sofian-Lampen bekannte Ladegerät. Ist jetzt nichts Besonderes, erfüllt aber den Zweck. Ich habe auch noch das Ding noch nicht durchgemessen, aber ich habe bisher noch von keinem was Negatives gehört, also von daher passt es. Und es gibt noch ein Lanyard. Ich hole euch den mal raus. Genau, Ersatzohrringe sind auch dabei. Bei dem Lanyard wurde von einigen Leuten moniert, dass für eine Taucherlampe, wo es doch an der Ausrüstung hängt, etwas robuster sein sollte als dieser süße kleine Haken. Stimmt absolut, aber ich habe den Vorteil, hier hinten das Lanyard-Loch, das ist groß genug. Das heißt, ich kann auch einfach hier diesen Endknopf aufmachen, einfach mit dem Schraubenzieher reingehen, aufmachen und direkt hier durchs Loch durchfädeln. Dann hält das Teil bombig, also das ist dann eine vernünftige Lösung. Schön, dass es hier auch groß genug gemacht ist. Bisschen aufpassen, es ist hier alles etwas scharfkantig, ist nicht super scharf, aber ich würde, wenn ich die Lampe regelmäßig benutze, den Lanyard dann nicht jahrelang drin lassen oder zumindest dann mal schauen, dass er nicht durchscheuert. Ansonsten zum Lieferumfang gehört noch die Anleitung. Wir haben Englisch, Deutsch, das ist etwas schwierig zu sehen im Video, aber ist auch ein ganz vernünftiges Deutsch. Und das haben wir hier noch. Ich würde sagen, das ist Russisch. Was mir an dieser Stelle nicht gefällt, und das ist eigentlich auch so das größte Manko, was ich bisher an der Lampe gefunden habe. Wenn wir uns hier die Laufzeit anschauen, dann wird behauptet, die Lampe könnte mit 2550 Lumen 1 Stunde 38 laufen. Das stimmt so nicht ganz, das sehen wir nachher, wenn wir uns die Runtime-Charts anschauen. Aber auch hier hat Sofian schon Nachbesserung versprochen, denn es ist die Version 2 der Lampe bereits in Produktion. Da werden wir dann 3000 Lumen haben und keinen zeitgetriggerten Step-Down mehr, sondern einen rein temperaturgetriggerten. Das heißt, die Lampe hat eine deutlich höhere Laufzeit, gerade wenn sie im kalten Wasser ist. Als erstes schauen wir uns die Lampe mal etwas genauer an. Wir haben hier hinten wieder super sauber gearbeitete Trapezgewinde. Also das sind die rechteckig geschnittenen Gewinde. Ist etwas aufwendig in der Herstellung, aber sehr hochwertig. Das heißt, es hält auch deutlich länger als irgendwelche schlank, schmal, dünn geschnittenen. Wir haben die doppelten O-Ringe. Dadurch ist es eben auch als Taucherlampe verwendbar und wir haben die hohe Wasserdichtigkeit. Hinten ein einfaches Spring. Vorne lässt die Lampe sich auch öffnen. Schauen wir mal, wie es da ist. Nicht, dass ich euch irgendwelche halben Sachen erzähle. Genau, hier haben wir ein normales, schlankes Gewinde. Ist allerdings nicht so dramatisch, weil vorne schraubt man die Lampe im Regelfall ja nicht auf. Doppelte O-Ringe. Und für die, die es interessiert, hier der Blick direkt auf den Treiber. Wenn wir gerade beim Rumschrauben sind, ein mechanischer Lockout ist, jetzt war ich zu fest, möglich. Sieht man hier einfach eine Vierteldrehung aufdrehen. Ist bei der Lampe auch absolut sinnvoll, denn wir haben einen Magnetschalter integriert.
Das heißt, das ist nicht wie bei anderen Lampen hinten ein Gumminupsi drauf, wo eben immer an der Kante vom Gummi Wasser eindringen könnte. Sondern hier haben wir einen echten Magnetschalter, das heißt, wir haben hier einen beweglichen Ring. Und in dem Ring sitzt ein Magnet, sowie mehrere Sensoren hier innen. Das heißt, der Magnet schickt durch das geschlossene Metall die Nachricht nach innen, jetzt wollen wir auf Low, wenn sie an ist. Und um das zu ermöglichen, ist es eben notwendig, dass der Treiber immer ein kleines bisschen Strom kriegt. Wir testen einfach gleich mal, wie viel das ist und ob das zum Problem werden könnte. So, ihr seht selbst, wir sind hier bei einem Wert von 70 Mikroampere. Das ist kein sehr hoher Wert, ich habe da auch schon 200 gesehen. Zumal wir hier einen recht großen Akku haben, mit 4000 mAh haben wir da tatsächlich reichlich Reserve. Aber nichtsdestotrotz, meine Empfehlung ist immer, wenn ihr die Lampe nicht benötigt und in der Tasche habt, einfach die Viertelumdrehung bei der Tailcap machen und schon ist die Lampe gelockt und gesichert. Das Risiko des versehentlichen Einschaltens ist hier zwar nicht ganz so hoch, weil wir in dem Sinn, ja, wir haben nichts, wo man irgendwo draufdrücken, drauf kommen kann und dass hier sich versehentlich was verdreht, ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Also man sieht schon, selbst wenn ich hier ein bisschen festhalte, man muss schon wirklich bewusst hingreifen und das Ding drehen. Von daher eigentlich auch ungesichert eine safe Sache. Genau, Leistungsstufen. Wir haben drei Stufen, Low, Medium und High. Wobei High eigentlich ein Turbowert ist. Das sieht man jetzt bei den Laufzeitkurven. Ich blende euch das mal ein. Hier sieht man gut, die Lampe fängt bei, ja, ich würde mal schätzen, 2300 Lumen an. Nicht ganz 2500 wie versprochen, aber das ist akzeptabel. Zumal, das ist kein kalibriertes Messgerät, also das sind nur Richtwerte. Die Lampe hat deutlich über 2000, damit ist das safe. Bitte nicht auf genaue Zahlen festnageln. Allerdings, was mich hier bei der Lampe stört, ihr seht, es gibt einen Leistungsdrop und der ist leider Gottes bei der Lampe zeitgetriggert. Das heißt, wir sind hier bei, ja, 200 Sekunden schon runter auf 750 Lumen und nicht, wie eigentlich in der Anleitung angegeben, durchgehend 2500 Lumen. Ich habe das Ganze auch in eiskaltem Wasser getestet. Selbst wenn die Lampe am Schluss immer noch irgendwie um die 20 Grad hat, schaltet die Lampe runter, also das ist tatsächlich zeitgetriggert. Ich kann die Lampe, auch wenn sie runtergeschaltet hat, durch Zurückdrehen und wieder Hochdrehen wieder aktivieren. Ich kann nochmal in den Turbo-Modus hineingehen. Ist aber nicht ganz das, was versprochen wurde. Das Gute, wenn ihr es nicht ganz so eilig habt, es gibt demnächst, wie gesagt, die Version 2 davon, die dann 3000 Lumen haben wird und dann tatsächlich nur noch temperaturgetriggert runternimmt. So ist zumindest das Versprechen von Sofian. Ansonsten muss ich sagen, ist das eine schöne Lampe. Wir haben eine Cree XHP50.2 LED. Die sind ja zurzeit sehr beliebt und auch sehr gut, also die liefern wirklich eine ordentliche Leistung. Ein Orange-Spielreflektor. Dadurch haben wir das Lichtbild, was ihr hier seht. Oh, kriegen wir es halbwegs hin, dass ihr es erkennt. Wir haben einen Hotspot, aber er ist jetzt nicht super scharf. Er hat einen schon Verlauf nach außen. Dementsprechend ist das fürs Tauchen durchaus interessant, wo man eh jetzt nicht so die mega Reichweite braucht, sondern eher das nähere Umfeld, ich sag mal bis 10 Meter. Alles drüber hinaus macht. Ja, braucht man beim Tauchen nicht wirklich, weil da so viel Schwebstoffe im Wasser sind, dass man eh nichts davon hat. Die Lampe ist gut, nicht perfekt, aber gut verarbeitet. Es gibt so ein paar scharfe Ecken und Kanten, eben hier vorne so am Kühlkörper und hier hinten. Aber man muss da mal ganz klar Butter bei den Fische. Das ist eine Taucherlampe, die bis zu 2500 Lumen kann und gerade mal 45 Euro kostet. Also das ist tatsächlich ein Schnäppchen. Jeder, der sich mit dem Daumen beschäftigt, weiß, was Taucherlampen sonst kosten. Von daher absolut in Ordnung. Schauen wir uns noch mal kurz die Größe an. Wir haben, wie gesagt, einen 21700 Akku drin. Und dafür muss ich sagen, ist die Lampe doch tatsächlich relativ kompakt. Also wenn ich jetzt hier, nehme mal meine Phoenix TK09, die nur einen 18650 Akku drin hat, oder eine Sofian SP31V2 daneben legen, dann sieht man, die Lampe ist schon relativ kompakt. Was habt ihr noch da? Eine GT Mini. Auch ungefähr dieselbe Größe. Also ihr seht, es ist wirklich eine schöne, kompakte Größe. Die Lampe liegt super in der Hand, ist echt angenehm zum Mitführen. Als EDC, ich sag mal im Outdoor-Bereich, wenn man einen Rucksack oder Jacke hat, ja, für eine normale, etwas schlankere Alltagsjacke wäre es mir jetzt etwas zu dick. Nichtsdestotrotz, für die Größe und dafür, dass eben wie gesagt ein 21700 Akku mit 4000 mAh drin ist, absolut in Ordnung, echt
Schöne Größe. Ich habe auch Handschuhgröße M. Also ihr seht, die Lampe liegt wirklich gut in der Hand. Lässt sich gut bedienen. Ja. Sehr zufrieden. Und wenn es dann noch die Version 2 gibt, mit der man dann noch tauchen gehen kann für die volle Laufzeit, sind wir da wirklich gut versorgt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Servus, sagt der Nick von Elsonero Reviews.